Ja, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Hardware-Review hier bei Gamers Gear. Und heute schaue ich mir mal das Razer Kraken in der Tournament Edition an, in einem wunderschönen Neongrün. Und ob das so gut ist, wie es aussieht, das finde ich jetzt mal raus. Ja, im Lieferumfang des Razer Kraken in der Tournament Edition haben wir natürlich das Headset, was hier so wunderschön grün ist. Wirklich sehr, sehr auffällig. Das gibt es aber nochmal in der schwarzen Version für diejenigen, die es nicht so auffällig mögen. Dann nochmal einen Audio-Controller, mit dem wir hier verschiedene Sachen einstellen können. Und natürlich Haufen Papierkram mit Quickstarter-Guide, ein paar Aufklebern und so weiter und so fort. So, dann schauen wir uns mal das Design und die Verarbeitung an. Also was mir neben der Farbe auffällt, ist hier dieses ultraleichte Kabel. Keine Knicke, kein gar nichts. Fällt also wirklich sehr, sehr locker und gerade, was von Qualität zeugt. Dann haben wir hier natürlich den abgewinkelten Stecker. Das verhindert auf jeden Fall mehrere Kabelbrüche. Dann natürlich, wenn ich das so in der Hand halte, ist es sehr, sehr angenehm vom Gewicht her. Wir haben ungefähr 320 Gramm, was okay ist für ein Headset. Man merkt hier schon der Aluminiumrahmen um die Ohrmuscheln, der sich dann natürlich hier über den Kopfbügel weiterzieht mit dem Razer-Logo. Ist natürlich dann auch hier mit weichem Stoff versehen, damit das angenehm für den Kopf ist. Wenn ich das hier mal so eindrücke, dann hat man auf jeden Fall nicht viel Spielraum, was die Kopfpolster betrifft. Das werde ich dann aber im Tragekomfort nochmal näher zeigen. Ansonsten, die Ohrpolster sind mit einem Kühlgel versehen, ist auch Memory Foam und soll auch wirklich sehr, sehr angenehm für Brillenträger sein. Da bin ich gleich mal gespannt. Ansonsten, wenn wir uns das hier mal anschauen, also es ist wirklich sehr, sehr flexibel, kann man drehen und biegen in sämtliche Richtungen. Das Einzige, was nicht so flexibel sind, sind die Ohrpolster, die Ohrmuscheln an sich, denn die sind hier fest mit dem Aluminiumrahmen irgendwie verbaut und die kann man nicht viel hin und her bewegen. Da sehe ich vielleicht ein kleines Problem, wenn es dann zum Thema Komfort, Tragekomfort kommt, aber ansonsten haben wir hier nochmal das Mikrofon, was wir ausziehen können und mit einem Finger auch wieder reindrücken können. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Aber ansonsten von der Verarbeitung her finde ich das Headset sehr, sehr nice. Vom Design her, das Grün ist natürlich Geschmackssache, muss man mögen. Aber ansonsten, ist eigentlich recht schick. Dann haben wir hier noch den Audio-Controller. Also bei dem Audio-Controller kann ich sagen, es ist irgendwie, es ist nur Kunststoff. Man hat hier zwar ein super langes Kabel, was nochmal über 2 Meter lang ist, aber an sich so der Korpus ist nichts Besonderes. So, dann möchte ich natürlich mal den Tragekomfort mit euch testen und ich kann natürlich hier bei dem Headset auch die Ohrmuscheln nochmal vergrößern, um das meiner Kopfgröße anzupassen. Kumpel. An sich fühlt sich das Headset wirklich sehr, sehr leicht an. Man merkt nicht wirklich, dass man jetzt ein Headset auf dem Kopf hat. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Wie ich das schon vorhergesehen habe, ist oben nicht viel Polster für den Kopf. Also man merkt schon, dass das Headset so ein bisschen auch auf den Kopf drückt. Dadurch, dass die Ohrmuscheln ja nicht so flexibel sind, habe ich gerade das Problem, dass unten an den Ohrläppchen mehr Druck herrscht als oben an dem auf meiner Brille. Und das ist so ungleichmäßig und ich denke nicht, dass das Headset dann wirklich für jedermann wirklich genau gleich komfortabel ist. Bei mir ist es jetzt so, kann natürlich bei anderen Kopfformen auch wieder anders sein. Aber wenn ich mich jetzt auch so ein bisschen hin und her bewege, so den Kopf schüttel, mal ein bisschen laute Mucke höre, dann bewegt sich das Headset auf meinem Kopf. Ist vielleicht nicht ganz so gewollt, aber es bewegt sich und das kann natürlich bei ruckartigen Bewegungen mit dem Kopf vielleicht auch mal runterrutschen und aus der Position rutschen, wie es angenehm ist. Das finde ich ein bisschen schade, aber alles in allem ist der Tragekomfort, ja, ist in Ordnung. So, dann wollen wir das Headset mal an den Laptop anschließen und den Sound mal
zum Laufen bringen. Wie ihr seht, ist hier super viel Kabellage dabei. Wir werden das Headset jetzt erstmal in den Audio-Controller reinstecken, den Audio-Controller dann per USB in das Notebook, in den Laptop. Und dann haben wir eigentlich schon alles getan, haben das Ganze in Betrieb gebracht und die grüne Lampe vom THX Spatial Audio leuchtet. Und jetzt können wir natürlich über den Game Controller nochmal einstellen, wie wir das möchten. Hier bei dem Mikrofon Mute haben wir sogar eine Signalleuchte in Rot. Was wir jetzt von der Technik her gesehen mit dem Headset alles machen kann, das möchte ich euch jetzt mal erklären. Wie schon angesprochen, können wir mit dem Audio Controller ja eine Menge machen. Und wir haben jetzt hier den Lauter- und Leiser-Knopf, Volume Up und Down. Dann natürlich den Mikrofon Mute-Button, der auch so schön rot leuchtet. An der Seite dann den Game Voice Mix. Ist natürlich interessant, dafür hört man die Mails nicht so gut, macht man das Spiel ein bisschen leiser, den Chat-Sound ein bisschen lauter und andersrum genauso. Dann hat man hier natürlich die Möglichkeit, den Surround-Sound an- und auszuschalten. Per Knopfdruck ist THX Spatial Audio. Und ich muss sagen, die Surround-Funktion gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich habe ja schon einige getestet, zum Beispiel auch DTS Headphone X. Und ich finde, von dem Surround Sound, von THX, der Surround Sound ist super. Also gefällt mir persönlich aktuell am besten und ist auch designed für längere Sessions. Ne? Man hat hier wirklich sehr reale und auch natürliche Soundumgebung. Dadurch entlastet das natürlich auch die Ohren und das Gehirn und man ist stundenlang beziehungsweise länger konzentrierter als mit normalen Stereo-Sound. Ist halt wirklich für Gaming designed und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Dazu hast du natürlich das Headset, was nochmal ordentlich den Sound wiedergeben kann, denn wir haben hier in den Ohrmuscheln 50 mm Treiber mit Neodym-Magneten und ist halt wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Sound mit einer Frequenz dann von 12 Hertz bis zu 28 Kilohertz. Ist eine gute Range. Man hat die Tiefen für die Tiefen gesorgt, mit den Mitten und Höhen ein bisschen gespielt. Ist jetzt nicht Hi-Res Audio zertifiziert, dazu fehlt ein bisschen Frequenzbereich. Da brauchst du mindestens 44,1 Kilohertz. Aber trotzdem ist der Sound sehr, sehr gut. Es ist sehr immersiv. Man hat wirklich sehr präsenten Sound. Ist vor wirklich, also ich bin wirklich positiv überrascht, gefällt mir sehr gut. Ansonsten ja, haben wir hier nochmal die Funktion, lauter leiser zu machen, Mikrofon zu muten. Das Headset ist natürlich auch praktischerweise kompatibel mit Konsolen, also mit PS4, mit Xbox One, mit der Switch und natürlich auch mit dem Handy. Das Gute ist, sowohl hier am PC als auch am Handy funktioniert das Mikrofon. Das heißt, wenn du mit den Kopfhörern einfach mal unterwegs bist, gerade einen Anruf kriegst, brauchst du nicht das Mikrofon rausziehen. Das funktioniert auch, wenn es drin steckt. Da habt ihr dann ganz entspanntes Telefonieren. Finde ich aber vom Design her mal ein bisschen weird, mit so bunten Kopfhörern und so klobigen Kopfhörern auch rumzulaufen, wo das Mikrofon ein bisschen rausguckt. Also ist wirklich eher Geschmackssache, aber es funktioniert. Das heißt, das Headset ist kompatibel mit wirklich sämtlichen Geräten und das ist natürlich wieder ein Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Mikrofonqualität an. Das Mikrofon kann man ja ausziehen und direkt auch vor dem Mund positionieren, wie man das gerne hätte. Aber ja, es ist natürlich auch wichtig, wie das Mikrofon klingt. Ja, und das ist jetzt die Mikrofonquali vom Razer Kraken in der Tournament Edition. Vom Sound her wirklich sehr, sehr angenehm. Man hat auch nochmal die Möglichkeit, über die Software alles Mögliche einzustellen. Das ist aber jetzt Standardeinstellung, kein Windows-Pegel verändert, wirklich nichts daran gemacht. An sich, man versteht es wirklich klar, es ist ein sehr, sehr klares Mikrofon, aber ich glaube, dass man bei etwas höheren Stimmen, dass es dann irgendwann, wenn man sich ja freut, aufregt oder so, wenn man ein bisschen lauter ist, dass es dann anfängt zu kratzen. Ja, Headset-Mikrofone sind jetzt nicht die besten, wissen wir ja, aber an sich von der Qualität her, wenn man wirklich nur jetzt Gaming und mit seinen Leuten im Teamspeak hocken will, ist das vollkommen in Ordnung. Letzter Punkt auf unserer Tagesordnung ist natürlich die Software. Wie wir hier sehen, sind wir in der Razer Synapse Software und da
wird unser Gerät auch schon erkannt. Razer USB Audio Controller. Um diesen THX Spatial Sound zu aktivieren, habe ich gelesen, auch in Foren, dass viele das Problem haben, dass sie den Surround Sound nicht zum Laufen zu kriegen. Man geht hier auf Mixer, geht hier unten auf Standard festlegen. So stellt sich der THX Spatial Audio klassisch ein. Dann gehen wir hier zurück auf Sound und haben hier unten die Windows Klangeigenschaften. Das können wir öffnen, da öffnet sich ja der Sound. Dann sehen wir, dass hier THX Spatial Synapse Standardgerät ausgewählt ist. Machen wir Rechtsklick drauf, Eigenschaften und können hier hinten bei Raumklang Windows Sonic für Kopfhörer aktivieren, virtuellen 7.1 Surround Sound aktivieren und dann auf OK. Und dann funktioniert auch dieses ganze System. Wissen nicht viele, aber so funktioniert es und so bekommt ihr THX zum Laufen. Ansonsten gehen wir mal durch. Wir gehen hier über einen Mixer. Da können wir natürlich hier auch über den Controller Spatial Audio an- und ausmachen per Klick. Dann natürlich auch kalibrieren, woher sollen die Sounds kommen, aus welcher Richtung. Das ist immer sehr interessant. Um sich sein Surround Sound so einzustellen, dass es auch passt. Dann natürlich hier bei Verbesserung haben wir die Audio-Normalisierung, das heißt, wie laut soll denn das Headset maximal sein? Das Ganze natürlich mit der Sprachqualität. Bei Sprachqualität habe ich so das Gefühl, dass die Tiefen komplett rausgenommen werden und man nur noch die Höhen hört, aber die Soundqualität natürlich besser ist, auch von dem, was man hört selber. Das heißt, wenn ihr jetzt im Voice-Chat seid, könnt ihr auch die Sprachqualität anmachen. Dann boostet ihr sozusagen nochmal eure Mates. Das hört man dann ein bisschen besser. Dann natürlich ein Equalizer, um alles einzustellen, wie man das gerne hätte. Standard, Spiel, Film, Musik sind so die standardmäßigen Auswahlmöglichkeiten, finde ich als Presets sehr, sehr nice. Natürlich bei Benutzer definiert, wenn man jetzt ein Audio-Engineer ist und weiß, welche Kilohertz und welche Herzbereiche man hoch und runter schrauben muss, ist das natürlich von Vorteil. Ansonsten könnt ihr auch mal googeln, da gibt es verschiedene Anleitungen, welche Herzbereiche für welche Sounds im Spiel essentiell sind. Ansonsten so die voreingestellten Sachen finde ich auch ganz in Ordnung. Dann hier hinten natürlich noch das Mikrofon an- und ausmachen über die Software. Machst du natürlich auch über den Audio-Controller, ganz klar. Da kann man auch die Mikrofonlautstärke leiser und lauter machen. Braucht man nicht über den Soundeinstellungen über Windows gehen. Dann nochmal Mikrofonüberwachung mit Hörton. Ist also ein Monitoring, so dass man sich selber nochmal hört, weil das Headset ja dich von der Außenwelt abschirmt, so dass du dich selber nochmal reden hörst und nicht sinnlos rumschreist. Ne? Und das ist auch das, was man alles machen kann. Die Sachen kann man natürlich als Profil speichern. Ich bin jetzt als Gast angemeldet, da funktioniert es nicht. Das heißt, ihr müsst euch bei Razer Synapse registrieren, dann könnt ihr auch eure Sachen in die Cloud speichern. Und überall, wenn ihr euer Headset mal irgendwo mit hinnehmt, habt ihr dann die Möglichkeit, euer Profil dann aus eurer Cloud zu laden. Oder müsst ihr nicht immer alles neu einstellen. Aber wichtig ist natürlich, ihr braucht definitiv die Razer Synapse Software, ansonsten funktioniert auch der Surround Sound nicht und ihr habt nicht so ein schönes Klangerlebnis. Das war's auch mit der Software. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir das auch nochmal gerne in die Kommentare. Ja, und jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen das Ganze zusammenfassen. Was finde ich an dem Headset gut und was finde ich nicht so gut? Was super für das Headset spricht, ist natürlich der Sound für das Geld. Also wir haben hier ein Headset, was so zwischen 80 und 100 Euro kostet, hat aber dafür richtig geilen Sound und eine richtig gute 7.1 Virtual Surround Sound Technologie, THX Spatial. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Toll natürlich auch, dass man sich das alles so einstellen kann hier über die Software, wie man das gerne braucht. Ansonsten vom Komfort her gefallen mir die Ohrpolster, das Memory Foam mit diesem Kühlgel drin. Also es hält auch für längere Sessions wirklich sehr angenehm. Ansonsten vom Sound her wirklich sehr klar. Der Bass kommt gut durch, man hört die Höhen. Das gefällt mir ganz gut, also soundtechnisch wirklich richtig gutes Headset. Wo man sich natürlich drüber streiten kann, ist natürlich dann auch die Farbe. Gibt es natürlich auch komplett in Schwarz nochmal, was vielleicht für den einen oder anderen natürlich besser ist. Top an der Stelle ist natürlich auch, dass man es mit sämtlichen Geräten verbinden kann. Man kann es am Handy verwenden, an der Switch, an der Xbox und an der PlayStation. Dadurch, dass wir hier einen Stecker mit 3 Ringen haben, könnt ihr euch mal merken, 3 Ringe, das heißt über einen Klinkeeingang läuft der Sound und auch das Mikrofon. Ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Headset.
gibt aber natürlich auch einige negative Punkte. Wenn ich hier, ihr seht es nicht wirklich, weil das Kabel runterhängt, aber wenn ich das hier jetzt mal so auf den Tisch lege, wir haben hier eine Menge Kabelsalat, also es ist wirklich nicht durchdacht. Der Audio-Controller ist einfach länger vom Kabel als das Headset an sich. Natürlich hat man hier beim Headset-Kabel ein bisschen gespart, weil man das natürlich auch am Handy nutzen kann, da will man nicht so viel Kabel am Körper haben, ganz klar. Aber da hätte man auf jeden Fall eine bessere Lösung bringen können. Ist jetzt nicht optimal geregelt. Dann natürlich auch, dass die Ohrmuscheln zu steif sind. Das habe ich ja schon angesprochen, dass mir unten am Ohrläppchen, dass es ein bisschen mehr am Kopf liegt als oben an der Brille. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Spielraum geben können. Ansonsten auch schade, dass keine Tragetasche dabei ist, weil dieser ganze Kabelsalat, den hätte ich dann, wenn ich das Headset mal irgendwo mit hinnehme, gerne in irgendeiner Tragetasche verstaut und nicht im Rucksack oder sonst wo dann rumfliegen. Aber ansonsten kann ich wirklich nicht viel meckern. Also an sich wirklich ein sehr, sehr cooles Headset. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Razer Kraken findet, ob ihr das sogar vielleicht habt, wie ihr es findet, ansonsten, ob ihr euch das holen würdet. Wenn ich irgendwas vergessen habe zu erklären, schreibt mir das gerne nochmal in die Kommentare. Da können wir da nochmal ein bisschen weiter diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da und auch ein Abo auf dem Kanal, damit ihr dann auch keine Videos mehr verpasst. Ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.